Ja, hallo zu dieser Playlist. Ich habe diese Videoreihe eigentlich primär für Auszubildende, für Interessenten am Beruf des Informatikers und für potenzielle Bewerber bei der Co-IT gemacht. Und das Besondere an dem Ganzen ist eigentlich, dass nichts gefaked ist, nichts ist gestellt. Das machen wir wirklich live während der Ausbildung, wenn ich den Gedanken fasse, oh, jetzt könnten wir was Interessantes machen, was wir doch mal raushauen könnten. Vielleicht auch für Anfänger so im Informatikerberuf, weil im Studium macht man ja nur die Basics und so ein paar Sachen sind dann doch schon darüber hinausgehend. Auch so die Themen Codequalität, auch so verschiedene Blickwinkel auf den Informatikerberuf, also auch zum Beispiel Anforderungsmanagement, das Sprechen mit den Fachabteilungen. Mal schauen, was sich da alles noch entwickelt. Aktuell gibt es jetzt drei Videos. Ich habe auch schon tolle Kommentare bekommen. Und also alle, die hierher finden, die wissen dann ungefähr, an wen sich das richtet. Also sprich jetzt Langjährige mit Berufserfahrung, die sind hier wahrscheinlich falsch. Aber trotzdem nehme ich auch gerne von euch Input mit. Mir ist es wichtig, einfach aus dem Stand möglichst viele Einblicke zu geben, so ein Rundumbild zu generieren. Was heißt es im Umkehrschluss? Manche Sachen sind so ein bisschen, ja, nicht auf den Punkt, ziehen sich so ein bisschen, weil ich es ja live mit den Azubis mache. Manchmal ist es auch so, dass unsere Jungs mich dazu rufen. Das heißt, ich muss erstmal einen kompletten Kontextwechsel machen, muss mich dann reindenken und selbst dieses Reindenken nehme ich dann teilweise schon auf. Und das heißt, ich habe aus dem Stand auch nicht immer gleich die richtige Lösung. Das heißt, wir machen auch so ein bisschen Lösungsfindung. Und ja, dadurch ziehen sich die Videos ja ein bisschen, aber ich hoffe, dass trotzdem für euch lehrreiche Sachen dabei sind. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein Feedback und jetzt viel Spaß mit den Videos.